Da waren alle überrascht. Plötzlich stand im Augsburger Zoo ein Nashornbaby neben seiner Mama. Der Zoo hat das Nashornbaby erst im Herbst erwartet. Nashörner sind ja relativ dick gepanzert. Dadurch kann man nicht so gut sehen, ob und wie weit das Tier schon schwanger ist. Das kleine Nashorn wiegt um die 50 Kilogramm und nimmt jeden Tag 1 bis 2 Kilo zu, bis es irgendwann mal über eine Tonne wiegt. Erstmal braucht das Nashorn einen Namen. Hast du eine Idee?